Herzlich willkommen zurück zu World of Tanks Replays. Ich bin Temo67, der Ö50 Silber Streamer, und habe heute ein Replay mit von meinem Objekt 277. Das ist gestern auch im Stream entstanden, im Spontan-Stream. Ja, den Panzer habe ich mal vorgestellt. Der Link dazu, wo man welchen Panzer am besten penetriert oder was seine Stärken, Schwächen sind, ist in der Videobeschreibung mit drin unter Tanks GG ganz unten. So, aber wir schauen uns das Replay an. So, wir sind auf Klippe. Dann rein Stufe. Nee, ist zweistufig. Wir sind Top-Tier. So, erstmal sortieren. So. Dann mal Tow. Das ist jetzt so ein bisschen ruckelt, liegt am Replay. Also nicht wundern. So, fahr die typische Heavy-Linie lang. Das Objekt 277 kann man auch, wenn man will, in Medium fahren. Ich hatte im Replay gestern ein 10er Medium abgehängt. Das mit dem Heavy. Oh, wir haben Stein auf dem Kopf. Ey, sehr unvorsichtig. Der Super Conqueror. Den gehen wir gleich einfach mit. So, den haben wir rausgenommen. Den killen wir mit. Erster Kill, fast 800 Schaden. Was wollen wir mehr? Zwei Schuss, zwei Treffer. Läuft, würde ich sagen. Ja, Objekt 277. Breit, flach. Keine ganz so gute Panzerung. Dafür ist er halt mobil. So, er hat Panzerung, da fahren wir mit. Da kommen wir nicht drauf. Jetzt versuchen wir vielleicht mal die 113 hier rauszunehmen. Der guckt in unsere Richtung. Schöner Treffer. Kette gezogen. Wenn euer Teammates in der Nähe sind, immer versucht, irgendwelche Ketten zu ziehen. So. Weil dann kriegt ihr Unterstützungsschaden. Oh, das war die Arti. Nur für 58 haben wir Schwein gehabt. Was haben wir hinten? Was haben wir da? Weil hinter dem Felsen kommen wir nicht drauf. So, unser Fahrer ist etwas down. So, mal Pflaster geben. Oh, das war wieder die Arti. Mal gucken, können wir unserem der Maus hier helfen, den T10 da rauszukriegen. T10 hat sich da ordentlich eingegraben. So, jetzt haben wir noch das Objekt, das um die Ecke gefahren. Das wird jetzt gar nicht hier rausgenommen. Weil das One-Shot. Genau. Oh, kuscheln. Das war wieder die Arti. Was war denn? ST1. Ein Ziel. Oh! Das war ein Treffer. Das war aber ein richtig böser Treffer. So, jetzt einmal hier um die Ecke fahren. Weil hinten auf der 9er Linie scheinen sie durchzupushen. Also Ketten in der Hand nehmen und los geht's.
Das ist der E50M, das ist der Standard schon. Immer schön die Häuser nehmen als Sichtschutz. Und ganz leise anschleichen. Oben auf dem Hügel scheint gar keiner zu sein. Weder einer von uns noch von denen. So. Und schön auf dem Hintern drauf. Jetzt haben wir uns erstmal erschreckt. Da kommt ja noch was. Den haben wir gar nicht auf dem Schirm. Oh, da bleibt wieder was stehen. Okay, den stecken wir uns. Das ist kein Problem. Wir haben genug HP. Stellen wir uns ja mal ein bisschen artig safe hin. Jetzt holen wir uns mal den Standard B hier. Ah! Die Kanone trollt uns. Ach, der E50 steht da auch noch. Oh. Den rammen wir kaputt. Das können wir ja. Sieht man ganz schlecht, seht ihr das? Ganz schlecht, das Rot da oben zu sehen. So. Okay. Jetzt war zwar nicht ganz so pralle, aber. Jetzt müssen wir trotzdem aufpassen. Weil ganz so viel HP haben wir jetzt auch nicht mehr. Ganz sicher ganz, ganz außen lang fahren. Geht doch partout nichts auf. Wir haben Map Control. Das heißt, die Schlinge zieht sich enger. So, da oben sind die TDs. Der Waffenträger lässt sich runterdroppen. Ja, da kommen wir jetzt raus, okay. Da kriegen wir keinen Schuss mehr drauf. So, da ist der Waffenträger. Oh, kriegen wir auch nichts mehr drauf. Schade. Hätte ja so schön sein können, wenn wir noch was drauf kriegen. 2600 Schaden. Und viel HP haben wir nicht mehr. Nur noch die beiden Artis. Wow. Vielleicht auf HE wechseln sollen. Okay, da ist die andere Arti. Schwein gehabt. Da ist sie. Ach, da kriegen wir nichts mehr drauf. Schade. Ja, war ein schönes Gameplay. Wenn alle meine Gefechte so laufen würden, dann wäre es ja richtig klasse. So, gucken wir uns mal kurz mal die Stats an. Zweiter Klasse, viel kleines Geraffel. Vom Schaden auf den zweiten Platz. Können wir uns sehen lassen. Und wir haben immer noch Plus gemacht. Ja, wunderbar, nicht wahr? So. Im Anschluss habe ich gleich noch ein Replay mit vom Objekt 277. Bis gleich. So. So, wir hatten Männerheim. Ein 3-Stufen-Matchup. 10er, 9er, 8er. Wir sind Top-Tier. Und hier haben wir gesagt, ich fahre die obligatorische Heavy-Linie. Also wenn Heavy sind wir verdammt mobil. Verdammt mobil. Sagt ich liebe diesen Panzer. Der hat was. Da ist Progetto schon gespottet. Der interessiert uns erstmal nicht. Wie über die anderen Heavys alles abhängen. So, und oben Jagdpanzer. Ist eher ein 100. Kommen wir nicht drauf. Okay. Gut. Und wir fahren hier runter. Und gucken nach mal um die Ecke, ob da schon was ist.
So, ich habe jetzt umgeladen und halt vorgemerkt, dass ich ein Gold schieße. Time for Gold, ne? Jetzt haben wir hier ein E50M. So, komm, M103 mit. So, wir sind offen. Es gibt eine AT im Spiel, soll ich nicht weiter stören. SDI steht da. SDI bounced, gibt uns die Chance rumzufahren. Und geben ihm 400er Brett mit. Der E50 bounced auch. Gut, wir sind ja zu dritt. Komfortable Position, ich lade nach. Ui, das ist gefährlich. Winter ist glatt aus, man rutscht. Auch mit dem Panzer. Das hat der WZ denn teuer bezahlt. Sehr, sehr teuer. Kommandantenluke, oh. Verfehlt. Sind wir noch zu dritt hier? Wir können ja ein bisschen diktieren. Nur mir diese Unterwanne so zeigt, oh, da bounced einiges an unserer Wanne. Wo wir keine starke Panzerung haben, da bounced was. So, M103, pass auf. Nicht so weit vorfahren. Abgeprallt, der Kommandantenkuppel. Oh Mann. Ich wusste gar nicht, dass das Ding so hat. So, der ist weggegangen. E50 immer eins mit. Kommt bestimmt noch mal vor. Jawohl. E50M ist raus. Spiel läuft etwas über 3 Minuten, immer noch steht es 1:1. So, er dreht den Turm. Wenn er da hinten steht, ist es schlecht rumzufahren. Aber mal riskieren, so. Ups, so. SDI ist auch raus. Gut, den fange ich mir. Ich habe genug HP. Wir haben ja schon 2 Stück ja schon rausgenommen. Das läuft ja. Jetzt fahren wir auf den WZ drauf zu. Immer schön anwinkeln. Ja, hätte die Kette nur getroffen. So. Kommandant Luke hat schon ein großes Loch drin, da zieht schon durch. Jawohl, da schieben wir nochmal durch und nehmen ihn raus. Wir haben schon fast 3000 Schaden, sehe ich gerade. Da steht noch 5:5. Oh, da ist noch ein Standard B. Die schießt weiterhin Gold, also das wird ein verdammt teures Geschäft. Aber es macht Spaß. So. Hallo Standard B. Da war es mit Standard B. 7:5. Es ist noch nichts groß entschieden. Aber wir drücken. Das war die AT. Das war nicht nett. So, weiter geht's. Bei 3500 Schaden, über 2000 Schaden geblockt. Ich mag den Panzer. Bestimmt mal Pflaster verteilen auf die Besatzung. Ja, ich finde der Jagdpanzer eher ein 100 noch. Ach, den zu knacken wird nicht einfach sein. Ist da richtig schön hinterm Felsen eingegraben. Auf die Art, die aufpassen.
Da hinten ist noch ein WZ. Okay. Man verläuft der Felsen. Da hinten ist der WZ sicher. Können Sie ihn so richtig drücken? Sagt Sniper kam mit der Kanone nicht gerade gut. Das war wieder die Arti. Die steht geradeaus drauf zu irgendwo. So leicht rechts von uns. Ein bisschen zurückfallen. So, ich bin wieder umgeladen. Auf normale AP. Ich habe nur noch eine Gold. Die spare ich mir zur Sicherheit erstmal auf. Also der E100 ist ja richtig eingegraben, der Jagdpanzer. Steht da saugut. Snipern ist nicht. Mit der Kanone ist Sniper nicht. 0,36 Abweichung mit der guten Crew, kommen wir auf 0,34, wenn wir Glück haben. So eine Leopard-Kanone kommt da natürlich nicht ran. Aber er hat schon einiges an Punkten da gelassen. Da kommen wir frontal nicht durch, haben wir keine Chance. Das ist ätzend. Steht 12 zu 9. Und der Leopard steht da oben irgendwo auf dem Berg. Bewegt sich nicht groß, schade eigentlich. Unsere Badger ist 25 Tonnen auch nicht. So, der E100 ist raus. Der Rest sollte jetzt kein Problem mehr sein. Wir teilen uns ein bisschen auf. Eine links, die andere rechts. So, ich bin offen. Irgendwo steht hier was, entweder die Arti oder der Jagdpanzer. Ups, da ist die Arti. Arti ist raus. Da kommt der Jagdpanzer. Also von dem können wir uns eine fangen. Das ist kein Problem. Dann fahren wir hier mal rum. Servus. Was? Wo ist der Schuss hingegangen? So. Stopp mal kurz, Kumpel. So, ein bisschen Rammschaden. Zack, tschüss. Jo, 4 Kills. Hätte hinterher nochmal einen Zug bilden sollen mit Blugel. Habe ich leider verpasst. So. Gefecht war schön. So, gucken wir mal. Nichts Besonderes hier. Nur kleines Grafiker zweiter Klasse. Vom Schaden her 3774, ganz oben. Aber wir haben miese gemacht. Das ist klar, wir haben Gold geschossen. Das muss klar sein, wir haben Gold geschossen. Wir haben Repair-Kits gezogen. Hat alles gekostet. Ja. Hoffe, hat euch gefallen. Schreibt in die Kommentare, das würde mich freuen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Replay. Bis dann, euer Tempo67. Ciao.